befinden uns in der Vollkostenrechnung und diesmal geht es um das Thema der Bestandsveränderung. Und weil es eben nur um die Bestandsveränderung geht, habe ich Ihnen nicht das gesamte Kostenträgerzeitblatt reinkopiert, sondern nur den Ausschnitt, den wir brauchen, nämlich von HKA bis HKU. Nur als Wiederholung, HKA sind die Herstellkosten der Abrechnungsperiode, die HKF die Herstellkosten der Fertigung und HKU Herstellkosten des Umsatzes. Und dazwischen sind eben die beiden Bestandsveränderungen, die es gibt, einmal von den unfertigen Erzeugnissen und einmal die Bestandsveränderung von den Fertigerzeugnissen. Hier links haben wir die Ist-Gemeinkosten, also das heißt die tatsächlichen Kosten, die wir erst am Ende des Jahres wissen. Und hier ist die Normalspalte, also die Normalgemeinkosten. Und wenn Sie die Videos davor geschaut haben oder im Unterricht aufgepasst haben idealerweise, dann wissen Sie, dass es einen Unterschied gibt. Das ist ja klar zwischen der Planung und dem, was tatsächlich ist. Es kann also zu wenig oder zu viel geplant worden sein. In diesem Fall ist es eine Unterdeckung. Ich habe es nur der Vollständigkeit halber hier in das Video nochmal rein gebracht. Eine Unterdeckung heißt, dass unsere tatsächlichen Kosten, die Ist-Kosten, eben höher sind als das, was wir geplant haben. Und jetzt sehen Sie, dass sich diese Unterdeckung, dazu gibt es auch ein Video, durchzieht, von HKA bis HKU, also die verändert sich nicht und das ist insofern klar, als dass die Bestandsveränderungen auf der Ist- und auf der Normalseite immer gleich sind. Die werden also wie Einzelkosten behandelt. Und wenn die gleich sind, bei Bestandsveränderung unfertig und fertig, dann kann es ja zu keiner Veränderung zwischen Ist und Normal kommen, wenn man immer die gleiche Zahl dazu zählt oder abzieht. Und jetzt ist das natürlich auch so ein bisschen hingetrickst. In der Realität muss es ja nicht sein, dass diese geplante Bestandsveränderung so ist wie die tatsächliche. Das ist, ich denke, logisch. Aber der Einfachheit halber wird es bei uns eben an den Fachoberschulen so gehandhabt. Und die beiden sind immer identisch. Was ist überhaupt der Unterschied zwischen unfertigen und Fertigerzeugnissen? Wenn Sie zum Beispiel ein Autohersteller sind, Sie stellen also Pkw her, dann ist ein unfertiges Erzeugnis ein Pkw, der eben noch nicht fertig ist. Das heißt, der noch irgendwie fertiggestellt werden muss. Da fehlt der Motor oder da fehlt ein Reifen oder was auch immer. Und ein Fertigerzeugnis, was wir hier unten sehen, ist eben ein Auto, das komplett fertig ist, das man so verkaufen könnte. Und um diese Bestandsveränderung soll es jetzt gehen. Deswegen klicken wir mal auf die nächste Folie. Und jetzt sehen Sie ja, dass es Minus und Plus gibt. Also es gibt zwei verschiedene Arten bei der Bestandsveränderung. Und wenn es Minus ist, also wenn wir das von den HKA dann abziehen müssen, dann ist das eine Bestandsmehrung. Und Sie stimmen mir wahrscheinlich zu, Mehrung hört sich ja eigentlich nach einer Addition, nach Plus an und ist dann eigentlich das Gegenteil. Man zieht es ab. Also eine Bestandsmehrung wird abgezogen und eine Bestandsminderung hier unten, die wird dazu gezählt. Was ist überhaupt eine Bestandsmehrung? Bestandsmehrung bedeutet, dass der Anfangsbestand kleiner ist als der Schlussbestand. Der Bestand mehrt sich also. Nehmen wir an, wir haben ein Lager, wo nur solche unfertigen Autos drin stehen. Und am Anfang des Jahres waren 100 Autos drin bei den unfertigen und am Ende des Jahres waren eben 120 drin. Das ist eine Bestandsmehrung. Wenn wir also diese Autos in das Lager rein haben, genau das Gegenteil ist hier bei einer Bestandsminderung. Der Anfangsbestand ist größer als der Schlussbestand. Bei den Fertigerzeugnissen, also den fertigen Autos, kann man das noch besser erklären. Wir hatten also am Anfang des Jahres, nehmen wir wieder ein einfaches Beispiel, 100 Autos im Lager und am Ende des Jahres nur noch 80. Das bedeutet doch, dass wir mehr Autos verkauft haben, als wir produziert haben. Und deswegen mussten wir ins Lager gehen und mussten noch mehr Autos dort rausnehmen, um die dann eben verkaufen zu können. Also das heißt, unsere Produktion hat doch offensichtlich gar nicht ausgereicht, um den ganzen Bedarf an Verkäufen zu decken. Und deswegen sind wir in unser Lager gegangen und haben eben noch Autos genommen und haben die dann auch verkauft. Wir haben also mehr verkauft bei einer Bestandsminderung, als wir produziert haben. Und jetzt kann man einfach mit dem Wissen, was wir jetzt hier in dem Video haben, schon mit den Bestandsveränderungen arbeiten, aber noch besser ist, man versteht, warum das überhaupt zu einem Plus und Minus führt. Und das mache ich wirklich in einem separaten Video, da wird der Hintergrund davon erklärt und das braucht man nicht zwangsläufig, man kann viele Sachen auch lösen, wenn man es gar nicht so recht durchstiegen hat, warum ist das jetzt so, aber besser ist es natürlich und das wird ja eine Videoreihe, da können Sie ja einfach dieses Erklärvideo auch mal kurz anschauen und diese 2-3 Minuten aufwenden. Dankeschön.